Hallo Leute, ich zocke alle NES Games einmal an und ich bin immer noch bei B wie Baseball und diesmal gibt's Baseball Simulator 1000. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimmlage, ich bin schon ein bisschen genervt vom Baseball. Ist jetzt das dritte Baseball Game hintereinander. Motivation ist im Keller hier. Egal. Okay, hier gibt es wenigstens schon mal eine Stadionauswahl. Das erste Spiel, wo ich hier ins Stadion wählen kann, glaube ich. Ich nehme hier den Hafen. Geht schon. Ja, Kleinmannschaften gegeneinander. Preis Start. Nein, ich möchte jetzt nicht meine Startaufstellung irgendwie wechseln. Interessiert mich null. So, dann, los geht's. Ja, grafisch ist das hier schon um einiges besser. Und ich habe gleich beim ersten Mal getroffen. Was will man mehr? Es gibt Hintergrundmusik, ist ja schon mal eine Steigerung zu dem vorigen Baseball-Game. Das war nix. Geht schon. Und der geht ins Out. Geht schon. Schieß. Jawolle. Ah, der wurde sofort instant gefangen. Der war viel zu schnell für mich. Go. Und der ist raus. Ja, grafisch hier schon etwas hübscher, aber ich bin der Meinung, dieses Spielprinzip, jetzt nicht mal der Werfer, super. Okay, ich muss wenigstens selbst laufen, das ist ja schon mal was. Beim vorigen Spiel muss ich nicht selbst laufen, das fand ich dann ein bisschen zart. So, dann. Geht schon, next. Ich werfe wieder. Druck nach oben. Gefangen. Leider noch safe. So, da weiter geht's. Ich werfe schon wieder. Einen schnellen. Komm, nein, den habe ich verpasst. Okay, schon deutlich besser. Ist bisher das beste Baseball-Game. Aber, ja. Ja, es sind einfach so wenig motivierende Elemente in diesen Baseball-Games drin. Das ist furchtbar. Ich meine, da gibt es bestenfalls eine Highscore-Liste oder so und das war's dann auch schon wieder. Das Ganze jetzt natürlich mit Minispielen. Oh, Home Run hat da jemand erzielt. War leider nicht ich, aber schön, dass wir mal die Animation dazu sehen. Aha. Da ist der Hafen. Ja. Werden Raketen geschossen. Oh yeah. So, da ich darf nochmal werfen. Ich mache einen normalen Wurf, der ist im Out. Ja, ja, es ist super spannend, Leute. Die Spannung knistert schon hier im Stadion. Aber nicht bei mir zu Hause. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie könnte man so ein Baseball-Game am NES interessanter gestalten. Ich weiß es nicht. Vielleicht zum Beispiel, dass man Spieler freischalten kann oder so. Das wäre doch mal was. Freischaltbare Spieler. Oder dass man die Spieler trainieren kann. Oder so irgendwie vielleicht. Aber auf die Idee ist anscheinend niemand gekommen. Trainierbare Spieler, ja, also das wäre es vielleicht, dass die dann schneller laufen können als andere und man sich so dann emporhandelt in der Weltrangliste oder so. Ja, das würde Sinn machen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es irgendeins in diesen Games macht, also hätte ich noch nicht gesehen. Falls dem so ist, schreibt es mir mal in die Kommentare. Macht das irgendeins von diesen NES-Games? Dass es eine Trainingsoption gibt, dass die Spieler stärker werden. Nur in der Nase kratzen. Hoffentlich kriege ich keinen Schnupfen. So, ich werfe wieder. Ich fange. Du bist raus. Falsche Richtung geworfen. So, da. Werfe schon wieder.
Und das ist jetzt schneller. Da geht es aus. Noch ein schneller. Da geht schon wieder ins raus. So. Noch ein schneller. Oh, der ist leider nicht raus. Der wird hier gefangen. Und. So. So, ich muss schon wieder. Irgendwie muss die ganze Zeit noch werfen. Okay, einmal werfe ich noch. Dann möchte ich wieder schießen, bitte. Was soll das? Ah, ja. Gut. Muss ich meine Maxen. Radar fehlt. Hier fehlt ein Radar irgendwie. Ein bisschen. Oh ja, da unten gibt es hier eins. Entschuldigung, unten gibt es hier eins ein, so eine Radarübersicht. So, da. Safe. Safe. Und tschüss. Weiter geht's. Ah, jetzt ist. Ah, da wird, werden die Base, die Bases angezeigt. Aha. Da kann ich Spieler wechseln anscheinend oder so. Komm schon, schnappen dir, Junge! Nein. Aha. Okay, das reicht, Leute. Das war Baseball Simulator 1000. War schon mal besser als das normale NES Baseball. Aber meine Begeisterung ist gering. Wenn man nicht Baseball-Fan ist, muss man es echt nicht spielen. Und wenn man Baseball-Fan ist, gibt es sicherlich auch Besseres auf aktuellen Konsolen. Ich meine, Retro-Spiele schön und gut, aber manche Spiele sind einfach nicht gut gealtert. Und bei meiner Meinung nach Baseball-Spiele ganz schlecht gealtert. Ganz schlecht gealtert. Gut, ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ihr Baseball-Fans da draußen könnt hier unten abonnieren. Hier gibt es jeden Tag neue NES-Games. Und da drüben, wenn ihr mal was anderes als Baseball schauen wollt von mir. Danke, Daumen hoch da lassen, nicht vergessen. Ciao, ciao.